Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind hier bei den Outlaws und stehen vor Cindy, die wahrscheinlich uns helfen könnte, Frank zu retten. Jetzt sag nicht, du bist mein nächster Kunde. Ich bin ja einiges gewohnt, aber du siehst mir nicht gerade aus wie... wie die anderen eben. Kunde? Ich gefall dir nicht? Was, Kunde? Kunde? Na, was glaubst du wohl, wie ich mein Leben finanziere? Ich ziehe ganz sicher nicht in die Wüste und wühle im Dreck herum. Das Leben im Fort bevorzuge ich. Und umsonst ist hier nichts. Also verdiene ich mir meine Splitter mit dem, was ich habe. Dass du nicht mein Typ bist, sagt dir nichts über deinen Charakter aus. Also nimm es nicht zu persönlich. Naja, dir macht es nichts aus, deinen Körper zu verkaufen. Du hörst doch sicher eine Menge Gerüchte. So. Das obere. Dir macht es nichts aus, deinen Körper zu verkaufen? Ich versuche es positiv zu sehen. Es sorgt für die nötige Abwechslung und ich mache einen guten Schnitt dabei. Es ist die einzige Arbeit, von der ich etwas verstehe. Na schön. Das ist keine Arbeit, das ist erbärmlich. So gesehen hast du recht. Meh. Ich will es jetzt nicht beleidigen, die arme Sau. Meh. So gesehen hast du recht. Nicht wahr? Aber ich muss dich enttäuschen, Schätzchen. Du eignest dich nicht für diese Art von Arbeit. Der Vorteil an meinem Beruf ist, dass man Menschen kennenlernt, die einem mehr bedeuten als ein paar Splitter. Wie meinst du das? Von Liebe verstehst du wohl nicht viel. Ich rede von Liam, einem meiner Stammkunden. Und ausgerechnet er ist an diese Schlampe Iron Madison vergeben. Oder besser gesagt, er gehört diesem Dreckstück von einer Gefängniswärterin. Hä? Wie gehören? Zwangsheirat oder was? Warum willst du unbedingt mit Liam zusammen sein? Erzähl mir mehr über Iron Madison. Du hörst doch sicher mehr Gerüchte. Das obere zuerst. Warum willst du unbedingt mit Liam zusammen sein? Ich gebe dir bestimmt keine Nachhilfe in Sachen Liebe. Aber vielleicht verstehst du es, wenn ich dir sage, dass ich irgendwann nur noch für einen Mann da sein möchte. Aber solange Iron Madison mir im Weg steht, sehe ich keine Zukunft für ihn und mich. Erzähl mir mehr über Iron Madison. Ich kann dir helfen, dein Problem mit der Gefängniswärterin zu lösen. Na, erzähl mir mehr von dieser alten... Erzähl mir mehr über Iron Madison. Ich könnte dir erzählen, dass sie eine Zeit lang das Bückstück vom Duke war. Aber der hat schon vor einiger Zeit das Interesse an ihr verloren. Und jetzt braucht sie jemand anderen, der es ihr besorgt. Und dann nimmt sie natürlich den Kerl, der sich nicht wehren kann. Leider genießt sie noch immer einen guten Ruf beim Duke, was es schwer macht, ihr beizukommen. Ich kann dir helfen mit der Sache da. Ich kann dir helfen, dein Problem mit der Gefängniswärterin zu lösen. Ich will nicht, dass es gelöst wird. Ich will, dass sie stirbt. Aha. Alles andere kommt nicht in Frage. Wenn also deine Lösung darin besteht, mit ihr zu reden, brauche ich deine Hilfe nicht. Ich will sie sowieso beseitigen, damit ich den Gefangenen befreien kann. Bezahl mich und ich schaffe sie aus dem Weg, dann wirst du sie selber töten müssen. Ich erledige das umsonst. Das obere. Ich will sie sowieso beseitigen, damit ich den Gefangenen befreien kann. Dann sind wir uns ja einig. Ich werde auch niemandem verraten, dass du mit dem Kleriker sympathisierst. Es wird übrigens bestimmt nicht leicht, dir das Messer an die Kehle zu setzen. Ein offener Kampf kann dazu führen, dass du das halbe Fort im Nacken hast. Auch wenn sie nicht gerade oben auf der Beliebtheitsskala steht. Wie soll ich sie töten? Wie soll ich Iron Madison töten? Ich dachte, du wärst ein Experte in diesen Dingen. Aber du könntest sie so sehr provozieren, dass sie dich attackiert. Da ist die Chance am höchsten, dass sich niemand anderes einmischt. Greifst du sie einfach so an, kann es sein, dass manch einer hier mitmischen will. Das wäre dann dein Todesurteil. Na dann, du hörst doch sicher eine Menge Gerüchte. Du hörst doch sicher eine Menge Gerüchte. Da ich hier ziemlich viel Kundenkontakt habe, bekomme ich natürlich einiges mit. Aber wie du weißt, ist nichts auf der Welt umsonst. Wegen der Gerüchte. Wegen der Gerüchte. Denk dran. Alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis. Erzähl mir etwas Nützliches, Lore. Erzähl mir etwas Nützliches. Ich hätte da einen richtigen Leckerbissen für dich. Vor kurzem hatte ich einen Kunden, der ziemlich, gesprächig war. Zwischen all dem Mist über seine Frau hat er auch etwas erzählt, das dich interessieren könnte.
Er hat vor ihr einen Haufen Splitter versteckt. Und ich? Weiß wo? Hier, ich gebe dir die Koordinaten. Danke. Ich danke dir. Na schön, dann schau mal, was das wert ist, oder? Diebesversteck. Aha. Dann schauen wir doch mal, oder? Da unten. Aha. Ja, ist ja wurscht. Dann schauen wir uns das doch zuerst mal an, ne? Wir können nie genug Elixit haben. Gucken wir mal. Oh ja, die müssen wir ausweichen ein bisschen. So. Ach du Heilige. Da rennt schon wieder unglaublich viel Gesindel herum. Ach nee, der Leuchtturm. Aha. Okay. Könnte es sich hierbei um den Leuchtturm handeln? Oder etwas in der Nähe? Okay, dann müssen wir das hier mal ein bisschen ausweichen. Dann können wir den Kerl davon klatschen. Den dürfen wir nochmal schaffen. Teufel. Alter, so viel dazu, das schaffen wir. Bin schon fast am Sterben. So. Schnell was trinken. Aber kriegt schon Damage. Das geht. Wir müssen nur aufpassen, dass wir diese Deppen da oben nicht pullen. Und zurückgehen. So. Ah, Geist erledigt. Passt. Sehr gut. Und weiter geht's. Dann schauen wir mal zum Leuchtturm rüber. Das soll dann hier irgendwo ein Versteck sein. Ja. Schön sorgfältig ausweichen. Stimmt, speichern wäre einmal nicht schlecht. Da habt ihr vollkommen recht. So, schnell speichern. So. Da. So. Den Schakal machen wir auch Platz. Ich glaube, das ist ein Schakal. Ja. Huch, der fällt ins Wasser. Pass auf. Lass mal ein bisschen herkommen. So, hin ist er. Passt. So, dann laufen wir weiter. Dab, 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 dab. Bin ich gespannt, ob das der Leuchtturm ist oder ob das weiter unten da irgendwo ist. Werden wir dann sehen. Lässig. Oh. Wie im Bilderbuch. Ominöser Zettel. Aha. Mal schauen. Ein ominöser Zettel. Interessant. Oh. Das haben wir auch nicht gelesen. Dietrichs Durchsuchungsbefehl. Öffne Tor und Tür. Durchsuchungsbefehl. Hiermit veranlasse ich das... dass der Außenposten in meinem Namen nach verbotenen Dingen durchsucht wird. Dem Inhaber dieses Befehls ist vor Ort Folge zu leisten und alle Mitglieder unserer Gemeinschaft haben sich kooperativ zu verhalten. Dietrich Legat. Jawohl. Ominöses irgendwas. Wo ist denn das O? Da, ominöser Zettel. Also das hat man schon. Fred war da. Ach so. Fred war auch hier. Okay. Jetzt schauen wir mal, ob diese Geldbeutelchen hier sind. Aha, im Turm. Okay. Aha. Müssen wir quasi raufgleiten. Aha. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da oben was sein könnte. Kartenstück, das nehmen wir gerne mit.
Okay, jetzt ist nur die Frage, wie wir da am besten hochkommen. Aber ich glaube... Hui! Gut, bis dahin geht's schon mal. Langsam. Boah, ich glaube, ich sollte speichern. Ha! Nicht, dass ich dann ausrutsche irgendwie und auf die Fresse fall. Das kommt öfters vor. So. Gut. Dann ungefähr... Wow! Hier? Ja! Wow! Ja, das habe ich gemeint. Wow! Na, das ist zu wenig. Okay, müssen wir warten. Ja, dann füll dich halt auf. Oh, das müsste reichen. Wow. So. Da! Wow, zwei fast runtergedonnert. Gut. Dann noch darüber. Wow. Aha, das geht so nicht. Oh, 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 oh. Oh je. Ja, ja. Und hin. Boah, Glück gehabt. Warte, kann ich Schwert laden? Jawohl. Habe ich mir schon fast gedacht. Aha. Mhm. Das ist nicht so einfach, wie gedacht. Okay. Mhm. Das ist ein bisschen fies. Wenn ich das mal so sagen darf. Da. Wow! Hallo, du sollst ja oben bleiben, du Kasperl. Unglaublich. Jetzt kriege ich das nicht hin. Jetzt rutscht er da um 1 Millimeter weiter rüber, ne? Ah, komm schon. Das kann ist keine zu schwer sein, echt. Unglaublich. Aha, Ray hat sich gleich reingeglitscht. Das ist auch eine Möglichkeit. Tja. Wenn ich da oben bin, dann speichere ich mal. Ja. Wenn. Ja. Schaut es an, wie das wegreißt. Unglaublich. Ach, kann ich hier schon speichern. So blöd wie mir anstellen. So. Ach komm. So. Wow. Okay. Und jetzt müsste ich mit einem Satz ganz rauf, wahrscheinlich. So, dann warten wir mal, bis alles voll ist. Und dann probieren wir unser Glück. Jawohl, das schon mal. Und hier rein. Sehr gut. 1, 2, 3, 4. Ein Tresor. Vielleicht kann man den hacken. Ja! Ich glaube, es geht. Richtig sind 8 und 9. 4 und 5 sind gleich vertauscht, ne? Geht doch. Schau, so Glück. Und was haben wir hier? Metallschrott und Zigarettenschachtel. Da nehmen wir alles mit. Und passt. So. Jetzt sind wir noch mal ein bisschen rauf, glaube ich. Einmal im Kreis gelaufen, ob nicht hier im Fensterbankel, wo was ist. Hui, sehr gut. Dann, was haben wir hier? Ein Foto. Da haben sie scheinbar gerade Pause. Explosivbolzen. Energiezelle. Kein Geldbeutel? Das ist zu wenig gewesen, oder? Hätte man da nicht 7 haben sollen? Ich speichere das mal. So. Dann schauen wir mal in die Quest. So, halt, falsch. Quest.
Auf Leben und Tod. War's das schon? Haben wir es geschafft? Schaut aus, ne? Ja, schaut aus. Dann können wir uns wieder zum Bunker zurückporten. Gut. Und müssen wir Iron Madison jetzt auf den Dachboden steigen. So, also. Auf Leben und Tod. So. Da ist die Gute ja schon. So. Das wird gespeichert, selbstverständlich. Sehr gut. Sind wir doch ein bisschen reich geworden, ne? Das passt ja. So. Äußer gnädigste. Der Duke hat Frank freigesprochen. Wie ich höre, genießt du nicht den besten Ruf. Nur mal das untere zuerst. Wie ich hörte, genießt du nicht den besten Ruf. Ach, tu ich das nicht? Dabei schlage ich diejenigen zu Klump, an denen sich niemand die Hände schmutzig machen will. Dennoch gibt es immer wieder Leute, die meinen, ihr Maul über mich zerreißen zu dürfen. Verrate mir, wer dahinter steckt. Sinti will, dass du aus dem Weg geräumt wirst. Das wirst du von mir nicht erfahren. Ich komme ein anderes Mal darauf zurück. Na, provozieren hat sie geheißen, ne? Das wirst du von mir nicht erfahren. Hör mal, du Missgestalt. Mir ist es egal, welchen Ruf du hier genießt. Ich breche dir alle Knochen, wenn du nicht redest. Deine Drohung lassen mich kalt. Du bist zu beschränkt, um die Antwort fassen zu können. Deine Drohung lassen mich kalt. Vielleicht hilft dir ein Säurebad auf die Sprünge. Wenn deine hässliche Haut von den Knochen geschält wird, wirst du sicher redseliger werden. Ich habe das Gequatsche satt. Fangen wir an. Das Ganze war nicht ernst gemeint, Nala. Ich habe das Gequatsche satt. Fangen wir an. Wenn ich mit dir fertig bin, werfe ich deinen stinkenden Kadaver auf den Müll, wo er hingehört. Das befürchte ich auch. Mit ein bisschen Glück schaffen wir es vielleicht sogar. Oh Gott. Trink was, Alter. Passt. Schön. Gutes Messer halten und Elixit und alte Münzen und viel Erfahrung. Das ist gut. So, jetzt ist die Frage. Müssen wir zuerst zu Sinti zurück und das freudige Ereignis ihr erzählen? Nein, schaut nicht aus. Können wir scheinbar gleich direkt zu ihm gehen. Ein Bett gibt's hier wahrscheinlich nicht, ne? Da hinten wäre eine Truhe. Hatte ich die schon? Geöffnet? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Warte jetzt mal ganz kurz. War du Schweindl. Na, hatte ich nicht. Warte, ich speichere mal kurz. Ja. So. Dann machen wir die mal auf, ne? Wenn es uns halt gelingt. Okay, das war nicht so gut. Doch, das war perfekt. Zu einfach. Ja, in dem Fall hast du sogar recht. Fledermütze. Die bringt uns gar nichts. Kleiner Heiltrank und Elixit. Passt, nehmen wir alles mit. Bitte? Danke. Gut. Dann reden wir mit dem Kerl. Frankilein, du bist frei. Lösegeld ist bezahlt, die Wache ist tot. Bereite dich auf die Flucht vor. Die Wache ist tot. Bereite dich auf die Flucht vor. Was? Das Miststück schweigt für immer? Das macht es erheblich einfacher, von hier zu verschwinden. Jetzt blind loszurennen macht keinen Sinn. Mhm. Ich passe den richtigen Moment ab und schlüpfe durch ihre Reihen. Ach ja, falls du auf eine Belohnung spekuliert hast, muss ich dich enttäuschen. Die Kerle haben mir jeden Splitter Elixit abgenommen. Aber die Erkenntnis, Alter, das Richtige getan zu haben, ist schließlich auch von Wert. Hartmut wird sich an meiner Stelle erkenntlich zeigen. Davon bin ich überzeugt. Suche ihn also auf, wenn du knapp bei Kasse bist. Mir bleibt nur noch übrig, dir alles Gute zu wünschen.
Wenn Danke. Du das nächste Mal das Fort betrittst, werde ich wohl nicht mehr da sein. Also, mein Freund, halt die Ohren steif. Okay. Lösegeld ist bezahlt, du kannst gehen. Das Lösegeld ist bezahlt, du kannst gehen. Moment. Du hast dich schon darum gekümmert? Offensichtlich. Ich traue dem Ganzen nicht. Er lässt mir doch sicher eine Kugel in den Kopf jagen, wenn ich Anstalten mache zu gehen. Iron Madison ist ruhig gestellt. Dir kann nichts passieren. Dein Wort in Kalans Ohr. Aber gut, ich sollte mich sputen. Ich denke, ich suche meine alte Einheit auf. Da ich kein Elixit bei mir trage, solltest du das auch bald tun. Unser Anführer wird dich sicher zu entlohnen wissen. Natürlich nur, sofern er noch am Leben ist. Hier kann man ja nie sicher sein. Also, mein Freund, halt die Ohren steif. Ja, passt, Pitti. Dann zurück zu dem Kerl, nicht wahr? Alter, da draußen scheppert's. Herrschaftszeiten. So. Finde ich diese alte Einheit noch an? Oh weh. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, wir haben eh nicht so schlecht Belohnung bekommen, ne? Muss ich kurz schauen, wo waren die jetzt schnell? Da? Da. Da oben waren sie. Alter, jetzt hört's auf mit dem Krawall, Herrschaftszeiten. So, also bohren wir uns da hin und laufen halt ein Stück. Jetzt muss ich nur überlegen. Karte. Ein bisschen mehr darüber. Circa. Glaube ich. Ich bin, glaube ich, hier rein und bin hinten rausgeschlüpft, oder? Weiß jetzt gar nicht mehr genau. Scheint aber auch nicht ganz zu passen. Der Herrschaftszeit, wie muss ich jetzt laufen? Warte. Norden. Ich glaube, das passt schon so, ne? Da schaue ich hin. Und da muss ich rüber. So ungefähr. Glaube ich. Werden wir schon drauf kommen. Heureka! Wupp. So, nochmal Karte schauen. Ich hoffe, das passt. So. Halt. Da hat sie einmal zerlegt. Ich sollte vielleicht wieder aufpassen. Da scheint es wieder Minen zu geben. Ja, da war gerade eine. Und da ist noch eine. Ach du Heilige. Immer diese Minen. Ich glaube, ich bin da verkehrt, oder? Naja. Gehen wir mal zur Straße und dann... Ja! Euch machen wir kaputt. Assfresser. Ich bin gleich kaputt. Wow! Halt, da liegt ja noch jemand. Au. Ray, du darfst auch mal. Ja. Ray ist im Urlaub. Alter. Ray? Ja, der hat keinen Bock. Zack, zack, zack. Ah, Moment mal, das sind die zwei Gräber, oder? War da nicht noch was mit Gräber? Na, da bin ich falsch. Glaube ich. So, nochmal schnell was trinken. Das Zeug trinke ich wie Suppe, echt. Zack. Zack. Fast erledigt. So, gibt's mir euer wertvolles Fleisch. Krallen und Zähne und Federn, was ihr auch alles habt. Danke. So, wer ist denn da verreckt? Ein Bier. Ein toter Outlaw. Okay, mehr steht da nicht. Der ist einfach verreckt. Okay. Aber wir wollen nicht verrecken. Wir wollen einmal speichern. Oh mein Gott, der Part ist zu Ende. Viel zu viel Überlänge. Hoppala, ich schaue gerade auf die Uhr. Entschuldigung. Gut, wir beenden den Part. Und im nächsten müssen wir, glaube ich, darüber irgendwo. Und dann müssten wir theoretisch wieder bei diesen Klerikern sein. Also gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!